Willkommen im Preßnitztal. Willkommen in Jöhstadt. Willkommen bei der Schmalspurbahn. Pfingsten ist immer ein Pflichtprogramm hier. Lassen sich überraschen, was die Preßnitztaler dieses Jahr auf die Beine gestellt haben. Nach einem Sonderfahrplan sind 6 Dampflokomotiven bei dem umfangreichen Fahrbetrieb im 50-Minuten-Takt im Einsatz. 3 Zuggarnituren, so gab es in die Nachtstunden hinein. Nicht nur auf die Eisenbahnenthusiasten wartet nach dem rasenden Ruhland im letzten Jahr, auch dieses Jahr wieder ein besonderer Höhepunkt. Die legendäre 1K Nummer 54 und dazu von der Traditionsbahn Radebeul die 4K Nummer 176 befördern als Sachsen-Doppel einen aus historischen Wagen gebildeten Zug in den Farben der früheren königlich-sächsischen Staatseisenbahn. Ebenfalls eingesetzt werden auch die vom Museumsbetrieb der Interessengemeinschaft Preßnitztalbahn e.V. bekannten schwarz-roten Dampfloks der sächsischen Gattung 4K und 6K mit historischen Wagen. Pfingsten 2024 und ihr seid wieder dabei. Ich glaube, ihr habt schon wieder die ganze Woche gearbeitet hier. Ja, seit Montag sind wir oder waren wir am Schuften gewesen. Montag früh wurde das erste Gleis gelegt und gestern Abend, also Freitagabend 22.30 Uhr, haben wir die letzten Blümchen gesetzt und die letzten Details versteckt. Und ja, sind wieder sehr begeistert, was wir hier wieder geschaffen haben. Es gibt ja dieses Jahr ein ganz besonderes Motto für eure Bahn. Genau, 125 Jahre Brockenbahn, dem haben wir uns quasi angenommen und haben auch dieses Jahr unsere Eisenbahn komplett dem Thema HSB gewidmet, zu sehen, ja, die typischen Eisenbahnen, die typischen Lokomotiven, die typischen Zuggarnituren. Ich bewundere euch immer wieder, mit welcher Detailfülle und Treue das Ganze aufgebaut wurde. Es gibt ja sogar eine Gleiswendel nach oben auf guten Meter wahrscheinlich. Ja, genau, auf 95 cm. Wir mussten ja den Höhenunterschied zu unserem Brocken überbrücken. Und um das eben auf dem kleinsten Platz hinzubekommen, haben wir eben uns dieses Jahr für den Gleiswendel entschieden. Genau. Wie lange hat die Planung gedauert, dass ihr diesen Gleisplan entworfen habt?
Also der Gleisplan, der entstand immer oder entsteht eigentlich ziemlich spontan, den ganzen Platzverhältnissen angepasst. Das Interessanteste war tatsächlich dieser Gleiswendel gewesen, weil wir da ziemlich viele Anläufe gebraucht haben, um den Radius zu planen, die Größe, die Höhenunterschiede und so weiter. Und es muss ja auch mobil sein, ja? Weil man kann das ja nicht einfach fest verschrauben, sondern muss es ja irgendwo auch transportieren können. Genau, das war wirklich die Herausforderung dieses Jahr. Ein ganz großes Lob an euch wieder für eine einmalige Anlage. Ich freue mich auf die nächste Idee von euch und ich werde am Montag nochmal vorbeikommen und dann fließen hier, glaube ich, die Tränen bei euch. Ja, naja, dann wie jedes Jahr wird dann auch wieder am Montag gesagt, alles einpacken, alles zurückbauen. Die Blümchen müssen irgendwo hin, die Lokomotiven wieder in die Schachteln zurück und ja, dann wieder Vorfreude auf das nächste Ereignis. Und jetzt freuen wir uns erstmal auf drei Tage Pfingsten 2024 mit einer wunderbaren Anlage im Erzgebirge nach Vorbild des Harzes. Genau, das ist dieses Jahr zu sehen. Mein Name ist Jonas, ich bin 13 Jahre alt, bin jetzt seit diesem Jahr im MEC. Ich bin Hans, komme aus Bernstein, bin 12 Jahre alt, arbeite schon seit 5 Jahren im MEC, also was heißt ich arbeite, ich mache es nebenbei als Hobby, neben der Schule. Ich bin der Michael, ich bin seit 3 Jahren hier an Pfingsten bei der Gartenbahn. Und es macht mir unheimlich viel Spaß, einfach mal ein paar Züge hin und her zu fahren. Und ich bin 12 Jahre alt. Andreas Koppe, seit fast 3 Wochen jetzt Produktmanager bei LGB und schon das erste Mal hier in Sachsen bei der Preßnitztalbahn. Wie gefällt es dir hier? Eine super Veranstaltung, wo sehr gut organisiert ist von der Preßnitztalbahn. Für Jung und Alt ist was dabei und ich freue mich, hier sein zu dürfen. Und das ist ja erst der Anfang. Demnächst geht's nach Bochum, dann geht's nach Berzdorf. Du bist großer Reisender in Zukunft. Ja, ich bin jetzt so viel auf Reisen, aber das ist eine tolle, interessante und spannende Sache. Ich wünsche dir eine ganz glückliche Hand bei den verrückten Gartenbahnern und auf eine gute Zusammenarbeit. Ja, vielen Dank, Andreas.